Heute sprechen wir darüber, was ein Smart Home so alles kann. Ich bin extra in die Niederlande gefahren, um hier im Gira Experience Center zu zeigen, was man so alles umsetzen kann. Smart Home ist so ein großer Überbegriff. Was kann man denn alles tun? Beleuchtung, Jalousie und so weiter, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Und bevor es losgeht, wie immer, der Hinweis, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Jetzt gehen wir rein. Let's go. Man hat natürlich unendlich viele Möglichkeiten, sein Smart Home zu programmieren. Da kommt es auf einen selber an, was möchte man denn? Da hat man viele Steps, um eine Planung durchzuführen, was man an Beleuchtung möchte, wo man welche Steckdose haben möchte. So muss man sich auch sein Smart Home durchdenken. Was möchte man denn für Szenen haben, wenn man zum Beispiel nach Hause kommt, wenn man ins Bett geht? Was möchte man mit den Tastern noch realisieren, die zum Beispiel auch Temperatur messen können, um dann die Heizung zu steuern? Da muss man sich viele Gedanken mache, am besten in Absprache mit dem Elektriker, der auch die Planung für euch gemacht hat. Und dann gibt es jetzt verschiedene Szenen, die wir hier in diesem Experience Center auch zeigen können. Da habe ich jetzt das iPad dabei, ist auch eine Möglichkeit, seine Beleuchtung und so weiter zu steuern. Es gibt gewisse Bedienteile, die man auch an die Wand machen kann. Wir machen jetzt so gewisse Szenen, wie man so einen Tagesablauf typischerweise in so einer Wohnung abbilden kann. Wir haben hier eine typische Wohnung mit Bad, Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer und da gibt es natürlich jetzt ein paar Szenen, die man hier am Tablet dann simulieren können. Und das machen wir jetzt. Jetzt komme ich von der Arbeit wieder nach Hause und dann kann man hier auch eine Szenerie einstellen, dass dann die Grundbeleuchtung wieder angeht und man dann abends nach Hause kommt in seine Wohlfühloase. Auch mit Hintergrundbeleuchtung, mit Musik, so wie man es gerne möchte. Nach einem langen Tag hat man wieder Hunger und dann wird gekocht. Da kann man dann auch fürs Abendessen auch wieder seine Küche in Szene setzen. Man hört jetzt auch, der ist ein bisschen bildlich gemacht mit Ton, dass man hier jetzt gerade was anbrät. Und hier ein helles Licht hat, damit man auch beim Kochen alles auf der Arbeitsplatte sieht. Wenn man dann fertig ist mit Kochen, kann man das Licht natürlich auch dimmen lassen und dann sein Essen essen. Und nach dem Essen geht es ins Wohnzimmer auf die Couch zum Film gucken. Und dann sieht es so aus zum Beispiel. Hat man auch eine Szene, dass im Wohnzimmer dann alles bereit ist, um einen Film zu gucken. Jalousien gehen zu, der Fernseher kommt rausgefahren, der Film läuft schon. Was haben wir hier? Ich glaube, Mission Impossible läuft hier. Indirektes Licht, um gemütlich dann auf der Couch zu sitzen und den Abend ausklingen zu lassen. Wenn wir fertig sind mit dem Film, gehen wir ins Bett. Da kann man dann auch sich auch eine Szenerie machen, dass zum Beispiel eine Stehleuchte angeht, noch ein bisschen entspannte Musik läuft, die Jalousien zugehen und ein indirektes Licht ist, um zum Beispiel noch ein Buch zu lesen oder einfach noch ein bisschen zu relaxen. Und dann will man irgendwann komplett schlafen und macht dann alles aus. Dann geht langsam jedes Licht in der Wohnung aus, die Jalousien überall zu, Rollläden runter, was man denn so alles haben möchte. Und dann legt man sich hin und der Tag ist zu Ende. Der Wecker klingelt, wir wachen auf und dann passiert folgende Szene. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, geht dann das Licht im Schlafzimmer an, die Jalousie, die lässt die Sonne rein, im Badezimmer geht schon eine Grundbeleuchtung an und ein Radio. Das kann man alles individualisieren, wie man es gerne möchte und so zum Beispiel in den Tag starten. Und jetzt gehen wir ins Bad zum Zähneputzen und Waschen. Wir haben hier jetzt zum Beispiel auch eine Sonos-Integration, wo man dann seine Playlist ablaufen lassen kann. Kann man alles dann auch noch, wenn man jetzt den Ablauf programmiert hat, auch noch mit Tastern zum Beispiel ausmachen, Musik aus. Man kann seine Beleuchtung auch nochmal ändern in die Basisbeleuchtung, dass man, wenn man sich jetzt zum Beispiel schminkt, auch ein bisschen mehr sieht, wie jetzt mit dieser Ambientebeleuchtung. Man kann hier Wellnessprogramme machen mit so einem Licht. Die Spots heller und dunkler machen. Also man kann das einmal fest programmieren, aber individuell natürlich noch an den Tastern auch nochmal ändern. Wenn wir fertig sind, kann man sich das Frühstück machen und dann kann man auch eine Grundbeleuchtung einschalten lassen. Man hört, die Kaffeemaschine läuft, das kann man alles automatisieren und dann kann man hier sich sein Frühstück zubereiten und hat so eine Szene zum Beispiel abgebildet. Und auch hier alles über Sonos zum Beispiel koppelbar. Wie gesagt, die Kaffeemaschine kann man dann ansteuern, das Licht so einstellen, wie man das morgens gerne hätte. Wer mir auf Instagram folgt, der sieht es bei mir zu Hause. Ich habe morgens auch so eine Routine, dass ich mir morgens meinen Kaffee mache bei einem gedimmten Licht. Das ist aber alles noch händisch.
weil ich mich noch nicht dazu entschlossen habe, irgendwie ein Smart Home zu Hause zu machen. Und eigentlich fände ich das auch ganz cool, wenn ich dann zu Hause auf den Knopf drücke und dann geht alles so an, wie ich es jeden Morgen gerne hätte. Da, wie gesagt, muss man sich halt ein bisschen Gedanken machen, wie man das dann alles so einstellen möchte. Dafür ist dann auch das Video da, kann man sich ein bisschen Inspiration holen und es nachher dann mit seinem Elektriker oder mit seiner Elektrikerin besprechen, wie man das gerne ausgeführt hätte. Noch ein Hinweis, das System ist dann nicht in Stein gemeißelt. Wenn man jetzt zum Beispiel dann doch möchte, dass die Kaffeemaschine erst 10 Minuten später angeht, kann man das alles noch im Nachhinein programmieren. So ein Smart Home ist dann offen und man kann das immer wieder anpassen an seine Bedürfnisse, die sich natürlich auch immer wieder verändern. Und dann gehen wir jetzt zur Arbeit. Man verlässt das Haus und dann geht hier alles aus. Und man muss sich keine Gedanken mehr machen. Hat man alle Lichter ausgemacht? Man kann sogar den Herd drüber schalten, dass wenn man den Herd vergisst, dass der auch automatisch ausgeschaltet wird. Und tschüss. Und so kann man zum Beispiel einen Tag mit seinem Smart Home gestalten. Jetzt sind wir von morgens bis abends einmal durchgegangen. Jetzt zeige ich euch hier nochmal ein paar Funktionen, ein paar Gimmicks, was man noch so alles einprogrammieren kann, neben den ganzen Szenerien. Neben den Tastern bzw. Schaltern, die in der Wand verbaut sind, oder dem Tablet, das man unterwegs irgendwo hat, gibt es auch diese fest installierten Bedienteile, wo man hingehen kann. Das hat einen Näherungssensor, dann geht hier das Licht an und man sieht dann das, wie man es vorprogrammiert hat. Wir haben hier das Haus, dann kann man hier auf Innen gehen. Hat hier im Schlafzimmer jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel die Deckenspots ein- und auszuschalten. Man kann sie auch dimmen. Man sieht hier, das fährt dann so runter. Man kann sie auch nur auf ein paar Prozent einschalten. Man kann sie zum Beispiel auch gedimmt auf ein Viertel einschalten. Komplett aus, auf 100% an. Da hat man extrem viele Möglichkeiten. Man kann sich dann auch hier, das muss man alles vorher programmieren, auch die Temperaturen von den Räumen anzeigen lassen. Da hat man jetzt zum Beispiel wie hier vorne so einen Taster, wo man jetzt hier die Jalousie mit programmieren kann oder die Vorhänge, die dann auf und zu gehen, das Deckenlicht an und aus. Und man hat hier integriert zum Beispiel auch eine Temperaturabfrage. Dann braucht man zu Hause, wie man das sonst typisch kennt, nicht hier oben noch einen Raumthermostat, der die Temperatur misst, ist alles hier integriert, und eine Feuchtigkeitsmessung. Wenn man zum Beispiel eine automatische Belüftung hat, kann man das auch über die Feuchtigkeitsregelung mit ansteuern. Was man sich auch noch überlegen kann, ist zum Beispiel so eine typische Stehlampe, die man normalerweise hier über den Schalter ein- und ausschaltet. Die steckt jetzt hier in der Steckdose, die kann man auch smart ausführen, damit man sie zum Beispiel jetzt auch hier über Smart Home oder über einen Schalter am Bett ausschaltet. Schalten kann. Man sieht hier, zack, zack, kann man die ein- und ausschalten, einmal übers Tablet oder auch hier über so eine Schalterkombination über einen Taster auch realisierbar, dass man die hier ein- und ausschalten kann. Wie gesagt, das ist alles sehr individuell einstellbar. Wenn man jetzt möchte, dass zum Beispiel nur die Spots an- und ausgehen wie jetzt, kann man das programmieren. Man kann aber auf die gleiche Taste auch die Stehlampe zum Beispiel programmieren. Man kann auch mehrere Leuchtpunkte auf eine Taste programmieren. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Man kann jetzt hier, wenn man den Spot ausmacht, dass auch die Hintergrundbeleuchtung mit ausgeht und die Stehlampe. Also man kann das individualisieren, wie man das gerne selber möchte. Mein Tipp ist auf jeden Fall, setzt euch mit dem System, das ihr nachher wählt, auseinander. Hier jetzt zum Beispiel bei Gira, bei dem Gira One System, gibt es, wie gesagt, viele Möglichkeiten. Sprecht mit eurem Elektriker, schaut im Internet, was gibt es denn überhaupt. Ihr habt in dem Video jetzt ein paar Eindrücke gehabt. Es gibt zum Beispiel auch noch die Möglichkeit, wenn man jetzt eine Woche in seiner Wohnung gelebt hat, die Taster so gedrückt, das Licht so an, Jalousie so runter, dass man das als Abwesenheitssimulation auch noch ablaufen lässt, um zum Beispiel, wenn man im Urlaub ist, zu zeigen, zu simulieren, dass doch jemand zu Hause ist, nach dem Verhalten, wie man es die letzte Woche zum Beispiel gemacht hat. Oder man hat jetzt wie hier am Bett die Möglichkeit, wenn man irgendwas hört, man ist vielleicht ängstlich und denkt, es bricht jemand ein, einen Panikknopf zu drücken, und da passiert Folgendes. Ich drücke den Knopf und dann hört man, der Hund bellt. Es geht ein Alarm an, Jalousien gehen runter, alle Lichter an. Derjenige, der einbrechen möchte, wird vielleicht abgeschreckt. Also, wie gesagt, viele Möglichkeiten, sein Smart Home umzusetzen. Seid viel im Austausch mit dem Elektriker, mit eurem Fachberater. Macht euch selber Gedanken, macht euch schlau, was kann ein Smart Home, weil es ist viel mehr, als man denkt.